So, herzlich willkommen. Wir wenden den Blick nach China. Kleine Warnung vorab. Ich glaube, das wird ein bisschen länger, das Video. Es wird zwei Teile haben. Im ersten Teil geht es ein bisschen um normale Grundlage in China, um Bewusstseinsbildung. Also es geht nicht nur um, welche Aktie würde ich jetzt kaufen, welche Tech-Aktie würde ich jetzt kaufen, so ungefähr, sondern es geht auch darum, worauf lässt man sich ein und was treibt die chinesische Regierung um. Im zweiten Teil gucken wir uns dann drei Tech-Aktien an. Zwei Schwergewichte und ein halbes, würde ich sagen, mit Alibaba, Tencent und Baidu. Und ich habe auch einen klaren Favoriten, welche Aktie ich am besten positioniert sehe und mir ins Depot legen würde, wenn ich nicht eh schon investiert wäre, sowohl in Tencent als auch in Alibaba in diesem Fall. Mein Name ist Thorsten Dieter, geht es ums langfristige Investieren. Nun die ganze Welt, beispielsweise eben auch in China. Ja, die Stimmung ist schlecht bei chinesischen Investoren, würde ich mal so im Großen und Ganzen sagen. Viele sitzen auf Kursverlusten, die Börsen haben nachgegeben und das hat natürlich einen Grund. Der Grund ist zweigestaltig, also wir haben so eine Gemengenlage, negative Art. Wir haben zum einen die politischen Spannungen, Ost-West-Konflikt 3.0 sozusagen. Früher war es der Kalte Krieg, dann Kalter Krieg 2.0 mit Putin und jetzt haben wir ja, mehr oder weniger schon einen Kalten Krieg zwischen den westlichen Staaten, allen voran USA und China. Ja, da haben wir die ganzen Auswüchse, mit denen wir als Aktionäre betroffen sind. Wir haben drohendes Handelsverbot, Delisting von ADRs, diese Geschichten, wo ich auch schon viel geschrieben habe, auch auf dem Aktienfinder-Blog, auch zu dem Handelsverbot, das ja dann auch deutsche Aktionäre betroffen hat, obwohl es laut Gesetzestext ja eigentlich keine deutschen Aktionäre betreffen sollen, sondern nur US-Staatsbürger und US-Unternehmen. Andere Geschichte. Und dann haben wir auch die Regulierungen, die jetzt gerade in den Vordergrund wieder gerückt sind. Die Regulierungen von der chinesischen Partei gegenüber ihren eigenen chinesischen Unternehmen, die Aktionären übel aufstoßen. Also im Jahr 2018 habe ich zum ersten Mal so das richtig bewusst wahrgenommen. Da hat dann die chinesische Regierung mir als Tencent-Aktionär zwischen die Beine gegrätscht, hat die Lizenzvergabe mal ausgesetzt von neuen Videospielen und hat gedroht zu reglementieren, weil die Jugend zu viel Videospiele spielt, also nur noch so und so viele Stunden am Tag sein sollen maximal. Hat dann die Aktie auch nachgegeben, aber sich dann davon erholt. Nichtsdestotrotz, das war das erste Mal, dass ich das gemerkt hatte, dass auch die kommunistische Partei ernst macht. Dann hatten wir auch diverse Bilanzskandale, beispielsweise Luckin Coffee. 2020 kam raus, dass die Zahlen der vorhergehenden Jahre aufgebläht waren, also Bilanzfälschungen. Und dann haben wir noch andere Sachen gehabt, wie jetzt der private Bildungssektor, der beschnitten wird. Wir haben auch noch wichtiger vielleicht Alibaba. Der Börsengang wurde abgesagt, kurz bevor es hätte sein sollen, der Ant Group. Und dann gab es auch noch eine Strafe wegen Marktmissbrauch, 2,8 Milliarden US-Dollar. Und private Bildungssektor habe ich schon genannt, kommen auch noch kurz drauf. Dann jetzt Didi als letztes, chinesische Uber. Da war der Börsengang, der durfte stattfinden. Da haben die Kommunistische Partei danach den Stecker gezogen, also vorläufig, die Apps aus dem App Store entfernt, wegen Missbrauch, Datenschutzmissbrauch, so der Vorwurf. Hat man extra eine neue Agentur gegründet. Cyber Security Agency, glaube ich, wenn ich mich richtig daran erinnere. Also die chinesische Partei, die lässt es auch schon ordentlich krachen. Warum machen die das, könnte man sich fragen. Warum tun die ihren eigenen Unternehmen Schaden? Ich glaube, das ist keine Willkür, sondern das hat System. Es geht im Prinzip, denke ich, um den Machterhalt der kommunistischen Partei. Die kommunistische Partei oder die Regierung, die ist ja jetzt nicht demokratisch gewählt. Wir haben hier ein autoritäres Regime vor uns. Und das basiert auch natürlich auf Repressalien, auf Unterdrückung teilweise, auf Furcht, aber zum großen Teil auch auf einer Unterstützung der Bevölkerung. Man kann nicht komplett und auf Dauer mit Furcht regieren. Dann gibt es irgendwann einen Umsturz, eine Revolution. Und dafür ist wichtig, für diesen Rückhalt in der Bevölkerung, sozialer Friede und Wohlstand, beziehungsweise Aussicht auf Wohlstand. Das Brot ich esse, das Lied ich singe, so ungefähr. Und
Wenn Unternehmen den bedrohen sollten, dann fühlt sich auch also den sozialen Frieden in erster Linie, dann schreitet die Kommunistische Partei ein. Das sieht man jetzt auch ganz gut im privaten Bildungssektor. Da gibt es gewisse Auswüchse. Das heißt, da müssen dann die Eltern viel Geld bezahlen für die Ausbildung ihrer Kinder, damit sie dann später mal, damit sie hoffentlich auf die Uni kommen, auf eine renommierte Uni, um dann entsprechend dann bessere Aussichten zu haben auf Wohlstand. Und dann, was es dann auch zurückfließt zu den Eltern, die investiert haben, sondern quasi auch eine Investition der Eltern in die Ausbildung ihrer Kinder. Auch für sich selbst letzten Endes dann. Und das kann dann zu sozialen Verwerfungen führen. Wir hatten ja früher die Ein-Kind-Politik gehabt in China. Und wenn die dann inoffiziell weiterläuft, weil die Eltern sich eben nur die Ausbildung eines Kindes leisten können, dann wird dann gegebenenfalls der weibliche Fötus einfach abgetrieben, insbesondere so eher in ländlichen Regionen. Das führt dann wiederum zu sozialen Verwerfungen, dass die chinesischen Männer keine Frauen finden und solche Geschichten. Und da schreitet dann eben die Kommunistische Partei ein und sorgt dann dafür, dass es in ihrem Sinne läuft. Wir haben auch noch Bestandsschutz, Schutz bestehender Strukturen durch die Kommunistische Partei, zum Beispiel des Bankensystems vor neuer Konkurrenz. Das war ja der Fall bei der Ant Group, die ja dann die Kreditvergabe höchstwahrscheinlich sehr viel effizienter gemacht hätte. Das war ja auch die Kritik von Jack Ma, wo er bis heute nicht genau weiß, wie es ihm geht und wo er ist. Gibt es übrigens einen guten Artikel hier, das habe ich Ihnen auch noch offen. What really happened to Jack Ma von Forbes. Allgemein habe ich aber auch gute Artikel geschrieben. Also hier seid ihr ans Herz gelegt, China-Aktien sowas in den Markt in den Griff. Das heißt, wenn du in China investieren willst, der chinesische Aktienmarkt, der funktioniert einfach ein bisschen anders als westliche Aktienmärkte. Das habe ich hier auch noch beschrieben, inklusive Regeln, wie du dein Risiko minimierst. Also lege ich dir auch ans Herz, bevor du dir eine erste China-Aktie kaufst. Naja, jedenfalls also Bestandsschutz. Die Ant Group ist deshalb nicht an die Börse gegangen und wurde auch deshalb kastriert, sollte sich auch zurückziehen, als Zahlungsdienstleister noch tätig werden und nicht beispielsweise in die Kreditvergabe einbringen, weil dadurch dann entsprechend bestehende Strukturen im Bankensystem ausgehebelt werden würden, beziehungsweise eine starke Konkurrenz erwachsen würde. Und die würden dann außer Kontrolle geraten. Also die Banken, die sind sehr viel leichter zu kontrollieren, das sind schon bestehende Strukturen, also privatwirtschaftliches Unternehmen. Es hat immer sicherlich die Angst vor Kontrollverlust der chinesischen Regierung vor übermächtigen privatwirtschaftlichen Unternehmen, die wesentliche Teile der Wirtschaft in diesem Fall dann übernehmen würden, also über den Zahlungsverkehr hinaus und Kreditvergabe. Und das soll halt einfach nicht sein. Und da setzt dann die Kommunistische Partei dann eben entsprechend Schranken. Ja, also das sollte man so ein bisschen wissen. Also ich glaube, es geht im Prinzip in erster Linie um den Machterhalt der chinesischen Regierung. Und wenn da irgendein Unternehmen halt nicht mitspielt und eine Bedrohung gesehen wird, dann wird eingeschritten durch die kommunistische Regierung und kommunistische Partei. Wortlaut wenigstens nach kommunistisch. Und das Wohl der Aktionäre steht dann an zweiter oder an dritter Stelle, je nachdem. Da unterscheide ich auch nochmal, wenn es sich um Aktionäre handelt, die ausländisch sind, in erster Linie vielleicht sogar Amerikaner, dann ist es noch weniger wert, als wenn es inländische Aktionäre sind. Hat man ja hier bei Didi gesehen, Börsengang in den USA und kurz danach im Prinzip den Stecker gezogen, wegen angeblichen Datenmissbrauch. 4,4 Milliarden US-Dollar haben sie eingesammelt. War natürlich kein Zufall, dass man erstmal den IPO hat machen lassen, im Gegensatz zu Ant Group, und danach eingeschritten ist. Man hätte auch ein paar Tage vorher schon den Stecker ziehen können, dann wäre der IPO wahrscheinlich gescheitert. Ja, insofern, sondern auch immer so eine der Regeln, die ich da geschrieben habe, kauf am besten nicht ADRs, sondern kauf Aktien, die in Festlandchina oder in Hongkong notiert sind. Und wo am besten auch möglichst viele chinesische Aktionäre mit involviert sind. Ja, also warum solltest du dir das dennoch antun, gegebenenfalls, wenn du die Risikobereitschaft hast, weil China ist halt die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, wächst weiter und hat auch vielversprechende Unternehmen, die jetzt auch gefallen sind im Kurs, insofern gegebenenfalls auch ein günstiges Einstiegsniveau. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil des Videos, jetzt schauen wir uns auch mal Aktien an. Ich habe hier eine Watchlist gemacht, Alibaba, Baidu und Tencent sind drauf.
Gehen wir mal nacheinander durch. Alibaba, ja klar, Onlinehandel groß geworden, kann man sich gleich die Segmente anschauen, was die machen, womit die ihr Geld verdienen bzw. nicht verdienen. Das ist für mich ganz wesentlich, dass ein Unternehmen auf mehreren gesunden Säulen steht, macht es auch weniger angreifbar. Das ist jetzt bei Alibaba nicht unbedingt der Fall. Die verdienen halt, die haben relativ viele Segmente, aber das meiste davon ist Handel, Onlinehandel, ganz stark hier China Commerce Retail, das heißt inländischer Handel. Bei B2C, also ja, Einzelhandel online, da haben sie ja dann auch 2,8 Milliarden US-Dollar Strafe für blechen dürfen, umgerechnet. Sie versuchen ja noch andere Segmente hochzuziehen, Cloud Computing, Unterhaltung, hier Digital Media Entertainment, aber diese Segmente sind halt, die fahren halt Verluste ein. Das ist eine Quersubventionierung. Sondern eine Frage, die ich mir stelle, wann wird zum Beispiel das Cloud Computing, wann trägt das zum Beispiel mal was zum Gewinn bei? Oder auch hier diese Digital Media and Entertainment Group. Wenn man da mal alles rausmacht, ein bisschen Arbeit hier, dann kann man auch sehen, wie diese anderen Segmente nochmal schön wachsen. Also da ist schon definitiv ein großes Wachstum dabei. Diese Digital Media and Entertainment Group, erst das eigene Segment, berichten wir 2017, aber wie ich schon erwähnte, die sind halt hochgradig negativ mit insbesondere Margen von minus 80% teilweise bei Umsätzen von 3,6 Milliarden US-Dollar. Und da muss man halt gucken. Also momentan hängt alles vom Onlinehandel ab. Das gefällt mir also nicht ganz so gut, auch wenn das eigentlich stabil wäre, aber man ist halt relativ angreifbar. Ich, oder gehen wir dann gleich in die Bewertung rein. Da habe ich ja noch einen Artikel mal selbst geschrieben, da will ich auch mal drauf verweisen über Alibaba. Wir haben hier das Verzeichnis kostenlose Aktienanalysen. Wir haben auch das Verzeichnis kostenlose Aktienanalysen hier aus der Finanzcommunity. Wir schreiben eigene Aktienanalysen, verlinken die dann auch hier in dem Verzeichnis. Und hier habe ich mal was geschrieben zu Alibaba zum Abschluss freigegeben. Und da habe ich auch einen Teil über die Bewertung drin von Alibaba. Ich habe den Artikel geschrieben am 28. Dezember letzten Jahres, zum Jahreswechsel. Damals war es schon so gewesen, dass Alibaba fundamental unterbewertet schien beim Kurs von 220 US-Dollar. Und damals waren ja aber auch schon die politischen Probleme offenbar bezüglich der Regulierung. Dann auch hier geschrieben, okay, man sollte nach unten korrigieren. Die Aktie bräuchte einen Risikoabschlag. Habe damals von 30% geschrieben und bin dann auf einen fairen Wert gekommen von der Aktie vor ihr so um die 200 US-Dollar. Und der aktuelle Aktienkurs, der liegt wo? Habe ich gerade gesehen, hier bei 200 US-Dollar. Also da muss man halt auch das Risiko entsprechend dann mitgewichten, was man da hat. Wenn wir jetzt mal den fairen Wert einfach mal wieder so drüber legen, wie von der Stange quasi, was erstmal fest berechnet wird, dann hätten wir jetzt hier ein KGV von 20, was für ein Unternehmen wie Alibaba mit Wachstum, momentan jetzt nicht, aber mit weiter prognostiziertem Wachstum, dann von zwischen 20 und 30% liegt, ja relativ günstig erscheinen würde. Und jetzt kann man ja mal gucken, hier ist die Gegenwart, hätten wir hier Renditeerwartungen erstmal von 37%, aber auch hier würde ich nach unten korrigieren, würde dann auch sagen, okay, gehen wir mal auf ein 20er KGV, so wie wir es auch vorher gemacht hatten, ungefähr, dann sind wir ja wieder beim fairen Wert von 200 und dann aufs übernächste Geschäftsjahr eine Renditeerwartung von 13% aufs Jahr. Dieses Jahr sollen die Gewinne erstmal stagnieren. Also Alibaba, sage ich mal, ich sympathisiere ein bisschen mit dem Unternehmen, auch weil ich die Biografie von Jack Ma gelesen habe. Wir haben jetzt eine starke Korrektur gehabt. Ich denke auch, die Aktie war ein bisschen überbewertet. Machen wir sogar, wenn man die Standardbewertung nimmt. Jetzt sind wir, würde ich eher sagen, auch mit einem Risikoabschlag beim fairen Wert angelangt. Das Unternehmen ist angreifbar, weil sie halt nur im Onlinehandel tätig sind durch die chinesische Regierung. Sie machen auch andere Sachen, sie machen auch Zahlungsdienstleistungen und so weiter. Aber sie verdienen halt im Onlinehandel ihr Geld. Gehen wir mal kurz zu Baidu. Was machen die? Chinesische Google wird es gesagt. Die sind ja, verdienen ihr Geld insbesondere mit Werbung, haben aber auch ähnlich wie Alibaba das Bestreben, in anderen Segmenten mitzuspielen. Die versuchen, sie setzen sehr stark auf künstliche Intelligenz. Mit künstlicher Intelligenz haben sie zuerst die Suchmaschine quasi gepimpt.
dass bessere Ergebnisse geliefert werden. Und jetzt drängen sie noch in andere Geschäftsfelder rein, beispielsweise auch ins autonome Fahren. Sie haben auch eine richtige Plattform für künstliche Intelligenz, gegen die man programmieren kann. Sie haben auch eine App, das ist dann die Baidu-App mit 544 Millionen monatlichen Benutzern. Die Baidu-App, die lebt vom Wissen ihrer Benutzer, die wissen, was die sehen wollen und spielen es dann entsprechend ein, verdienen dann auch dort Geld mit Werbung. Es hat auch eine Datenkrake, so wie Alphabet, Facebook und Co. Man weiß es ja, verdienen halt damit ihr Geld. Verdienen aber halt in erster Linie ihr Geld hier mit der Suchmaschine. Jetzt gibt es dann noch so ein anderes Segment, das heißt, weiß nicht, wie man es ausspricht, IKIR, irgend sowas. Das wäre dann das hier, so eine Art ja, Netflix-Versatz, sage ich mal, wo man halt eine Online-Streaming-Plattform. Aber auch die sind defizitär, verdient man kein Geld mit. Das ist also dieses dunkelblaue hier, Marge minus 20,3%. Also ähnlich wie Alibaba im Prinzip ist man momentan jedenfalls noch ja, von Werbung, Suchmaschinen insbesondere abhängig. Man sieht dann auch hier, dass die Gewinnentwicklung und die Entwicklung des Cashflows relativ unzuverlässig aussieht, auch im Vergleich zu Alibaba. Und wenn man sich mal versucht, hier denn die Aktie zu bewerten, was dann etwas schwerer ist, dann sieht man hier fairer Wert bereinigt, immer gewisse Ausschläge mit gewisser Unsicherheit. Es wäre die Aktie hier relativ günstig bewertet, die haben noch niedrigeres KGV als Alibaba mit 17,4, Alibaba hatte um die 20. Hier haben wir interessante Kursausschläge gehabt. Vor kurzem einmal, die hat die Aktie 340 US-Dollar gekostet. Jetzt hat sie sich mal so Pi mal Daumen halbiert innerhalb nur weniger Monate. Können jetzt den einen oder anderen zum Einstieg verleiten. Tatsächlich erscheint die Aktie relativ günstig bewertet, KGV war höher. Aber so rein als Qualitätsaktie würde ich sagen, sie sind halt auch sehr einseitig unterwegs, sehr angreifbar und sie haben ja bisher auch nicht bewiesen, dass sie konstant Cashflows und Gewinne generieren können. Also so viel zu Baidu. Dann hätten wir noch Tencent. Tencent haben wir auch mal selbst analysiert. Und muss ich jetzt mal kurz gucken. Da möchte ich nämlich dann einige... Hier ist die Analyse, die ich will. Da möchte ich dann auf ein paar Sachen verweisen. Weil Tencent hat ein relativ gut funktionierendes Ökosystem, aus unterschiedlichen Geschäftsmodellen besteht, die positiv, also die zum Gewinn beitragen. Wir haben hier die Online-Spiele, ja, die machen auch Filme und so weiter. Die haben auch Fintechs, auch sind auch ein Zahlungsabwickler unter anderem, die haben eine Cloud und dann haben sie hier diese Communication und Social Media und die verdienen dann ihr Geld, das sieht man dann hier unten, in unterschiedliche Segmente teilen sie das dann auf, ihre Infrastruktur, sieht man aber auch schon im Aktienfinder recht gut hier, indem man in die Segmente reingeht. Gibt es hier diese Value-Added Services, das ist Online-Werbung und es sind da Gebühren über ihre Spiele beispielsweise, also die Spiele, die sind da auch drin. Dann haben sie eben Fintech und Business Services, Zahlungsdienstleistungen beispielsweise. Online-Advertising ist hier unten. Dann sind hier beispielsweise Gebühren drin für Premium-Zugänge zu irgendwelchen sozialen Netzwerken und so. Und die Computerspiele. Und was man hier dann sieht, ist, dass alles margenstark ist, beziehungsweise alles zum Ergebnis beiträgt. Margen zwischen knapp 30 und über 50%. Dieses AWAS spielt keine Rolle, weil das sehr nur 1,6% vom Gewinn erwirtschaftet, beziehungsweise vom Umsatz macht. Also sind die ziemlich gut aufgestellt mit ihrer Infrastruktur hier, macht sie schon etwas schwerer angreifbar. Auch hier gibt es immer mal wieder Störfeuer. Ich habe erst was gelesen von Tencent Music. Das wäre dann hier bei Media Music Nummer 1 Services Plattform, was auch da mal Untersuchungen gewesen sind. Aber wenn da dann so ein bisschen was passiert, ist es halt weniger schlimm, als wenn bei Alibaba, sage ich jetzt mal, der Onlinehandel oder bei Baidu die Suchmaschine irgendwie ja, in Mitleidenschaft gezogen werden würde aufgrund von Regulierungsbemühungen. Das zeigt sich, denke ich, auch dann hier bei der Bewertung, der nämlich mit Abstand die höchste Bewertung von 35, also doppelt so hoch bewertet im bereinigten KGV wie Baidu und immer noch deutlich höher bewertet als Alibaba mit einem KGV von auch knapp 20. Insofern erstmal hier absolut gesehen teurer, aber wenn wir eine Bewertung drüberlegen,
Dann sieht man, gehe ich mal ein bisschen näher rein hier, das letzte Jahr mache ich da mal weg, zu viel Glaskugel bezüglich der Prognose, dann sieht man hier, dass die Aktie im Gegensatz zu Baidu und Alibaba nicht unterbewertet scheint, basierend auf der historischen Bewertung, sondern nahezu fair bewertet. Und das halte ich jetzt aber auch für ziemlich interessant und bereiten Gewinn mal weg. Wir haben hier schon die Überbewertung, einmal eine Überbewertung gehabt und dann kam die Regulierung hier, hat es schon eingangs erwähnt, bezüglich der Schleppen, Lizenzvergabe und Regulierungsdrohung bezüglich des Videospielkonsums Jugendlicher zur Unzeit. Einer Überbewertung hat sich dann der Aktienkurs auch so ein Flässchen runtergegangen von über 460 auf unter 270 Hongkong-Dollar. Jetzt haben wir wieder so eine Überbewertung quasi gehabt hier, wo die Aktie über 750 Hongkong-Dollar gekostet hat. Jetzt ist sie für unter 550, 540 Hongkong-Dollar zu haben. Ist Pi mal Daumen jetzt fair bewertet, fairer Wert basierend auf dem laufenden Geschäftsjahr, Schätzungen natürlich, 575 Hongkong-Dollar. Wäre schon kurzfristig eine Rendite drin von aufs Jahr 15% und dann mittelfristig, sage ich mal, jährliche Rendite von 22%. Erscheint mir trotz des absolut höheren KGVs attraktiver zu sein tatsächlich, als jetzt einzusteigen bei Alibaba oder bei Baidu, weil diese beiden letztgenannten Unternehmen halt anfälliger sind für staatliche Eingriffe. Zum einen, dann haben sie auch noch eine ADR-Konstruktion, zum anderen in erster Linie, man sieht ja auch hier im Aktienfinder ADR, ADR. Alibaba hat ein Zweitlisting in Hongkong an der Börse, aber das Erstlisting und die lauteste Musik spielt auch da in den USA. Und der Fall Didi hat ja gezeigt, dass die chinesische Regierung da keine Rücksicht nimmt auf amerikanische Aktionäre oder sagen wir mal westliche Aktionäre. Ja, und bei Baidu insbesondere kam halt noch hinzu, dass da fundamental die Gewinnentwicklung in der Vergangenheit relativ unzuverlässig gewesen ist. Das sind Tencent und Alibaba deutlich besser. Sieht man auch hier schon bei den Kennzahlen Stabilität gewinnen. Also, mein Favorit, Tencent. Diese Aktie, wenn ich jetzt eine von den drei kaufen müsste, dann würde ich Tencent kaufen. Und, wie sieht es bei dir aus? Was ist dein Favorit von den dreien? Oder hast du vielleicht noch einen anderen Favorit bezüglich Tech-Sektor? Dann schreib es mal in die Kommentare rein. Ansonsten danke, dass du es lange durchgehalten hast. War ein längeres Video, bisschen Freestyle. Ich hoffe, es war interessant. Bis zum nächsten Mal. Ciao.